Im Katastrophenfall soll sich die deutsche Bevölkerung selbst versorgen können, zumindest wenn es nach der Bundesregierung geht. Mit dem sogenannten Zivilverteidigungskonzept, dem ersten Vorstoß in diese Richtung seit dem Mauerfall im Jahr 1989, sollen die Bürgerinnen und Bürger wieder zur Vorratshaltung animiert werden. Die Bevölkerung wird angehalten, einen individuellen Vorrat an Lebensmitteln von 10 Tagen vorzuhalten, heißt es in der Konzeption Zivile Verteidigung, die am kommenden Mittwoch vom Kabinett beschlossen werden soll. Neben einem angemessenen Vorrat an Trinkwasser, rund 10 Liter pro Person, sollen auch Lebensmittel, Energie und Bargeld bereitgehalten werden. Ein Angriff auf das Territorium der Bundesrepublik, der eine konventionelle Verteidigung erfordere, sei jedoch unwahrscheinlich, heißt es in dem 69 Seiten langen Konzept. Nichtsdestotrotz gelte es, sich auf eine nicht grundsätzlich auszuschließende existenzbedrohende Entwicklung angemessen vorzubereiten, so die Bundesregierung.